Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, heute ist es was ganz anderes. Wir sind nicht direkt im Game, sondern heute geht es mal um die Einstellungen auf Nitrado. Bevor das Video jetzt so richtig losgeht, möchte ich natürlich einmal Danke sagen direkt an Nitrado für ihre Partnerschaft. Sie haben es möglich gemacht, dass ich einen eigenen DayZ-Server habe. Sie haben mir einen zur Verfügung gestellt als Support für mich, damit ich es für euch modden kann. Aber Nitrado-Server sind natürlich nicht nur gut, um sie zu modden, sondern ihr findet natürlich auch die verschiedensten Spiele. Von Minecraft bis hin zu Arma 3, von DayZ bis hin zu Ark. Schaut doch da einfach mal vorbei, vielleicht findet ihr ja den geeigneten Server für euch. Den Link auf die Nitrado-Seite findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's rein in das Video. Wenn ihr einen eigenen Server mieten möchtet oder wenn ihr schon einen habt und nicht wisst, wie ihr das Ganze modifizieren könnt, also modden könnt, so wie ihr das haben wollt, was wir uns heute auf jeden Fall anschauen werden, ist, wie wir den ganzen Grundloot erhöhen können. Ob das von Waffen, Munition oder Essen, Kleidung, spielt keine Rolle. Den kompletten Loot auf der Karte von Chernarus, wie wir den erhöhen können. Wichtig hierbei zu sagen ist, dass wir hier nicht übertreiben dürfen. Dieser Lootpool ist so komplex, dass man den auch irgendwie, ja, ich sag mal, man muss die Waage halten. Also man kann jetzt nicht sagen, man möchte jetzt 5000 Mal eine M4 spawnen lassen, weil dadurch würde der Lootpool so gestört werden, dass auf der ganzen Map, oder besser gesagt auf den ganzen Militärgebieten, nur noch M4 spawnen. Keine Klamotten, keine Munition und kein anderes Stuff mehr. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall die Waage halten zwischen den einzelnen Loot-Objekten, damit das dann auch wieder voll und ganz funktioniert. Es gibt jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, seine Dateien zu bearbeiten. Ich würde euch jetzt mal drei Varianten zeigen, wobei ich finde, dass eine Variante wirklich die beste ist. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze aussieht direkt bei Nitrado. Wenn ihr einen eigenen Server habt, habt ihr hier oben rechts natürlich euren Account. Auf den klickt ihr drauf. Ich habe das Ganze hier mal schon vorbereitet. Dann seid ihr natürlich in eurem DayZ-Ordner drin. Hier klickt ihr dann auf DayZ Offline Chernarus Plus. Und da öffnet sich dann auch wieder ein Fenster. Und jetzt ganz wichtig, bevor ihr hier jetzt total erschlagen werdet, was das Ganze hier eigentlich soll. Wie gesagt, dieses Video geht jetzt an die Anfänger, wie ihr diesen Loot erhöhen könnt. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein. Um den Loot zu erhöhen, braucht ihr eine XML-Datei. Und die heißt Types. Und die findet ihr im DB-Ordner. Da klickt ihr einmal drauf und seht hier unten Types XML. Diese Datei ist für den Loot verantwortlich, wie viel oder wie oft dieser Loot spawnen soll. Diese Datei könnt ihr runterladen, klickt ihr hier einfach nur direkt auf den grünen Button, wo herunterladen steht und speichert das Ganze einmal ab. Ich zeige euch jetzt die einfachste Variante, diese Dateien zu bearbeiten. Meiner Meinung nach nicht die beste, es sei denn, es muss jetzt mal kurz schnell gehen und man verändert nur ganz kurz was. Aber für euch oder sage ich mal für Beginner, die damit erst anfangen, ist es besser, wenn ihr einen anderen Weg einschlagt. Aber ich zeige euch jetzt erstmal die einfache Variante. Für die einfache Variante drückt ihr einfach auf Types XML drauf und da öffnet sich dann auch wieder automatisch ein Fenster, wo ihr jetzt rein theoretisch die ganzen Objekte habt, die es in dem Spiel gibt. Wir haben hier zum Beispiel das ACOG-Optik, das ist das Standard-Optik und wir haben das Sechsfach-Optik, das kam jetzt, glaube ich, mit dem Update 1.15. Also letztendlich, Nitrado ist da sehr hinterher, was die Updates angeht, die werden den neuen Stuff immer gleich mit drin haben. Und in diesem ganzen Folder seht ihr jetzt die ganzen Sachen, die es auf dieser Map gibt. Beispielsweise, wir gehen mal ganz kurz nochmal nach oben. Wir gehen jetzt mal direkt auf eine Waffe. Ich denke, das interessiert die meisten von uns. Hier haben wir zum Beispiel die AK-101. Das ist die einfachste Variante, die Dateien zu bearbeiten. Was jetzt natürlich die einzelnen Werte hier zu tun haben oder was die verursachen, da kommen wir gleich noch drauf. Was ich hier nur sehr schlecht finde, ist, die Ansicht an und für sich, das Schwarz auf Weiß, man sieht die Abstände nicht richtig. Hier muss man natürlich sagen, wenn jetzt hier beispielsweise der Abstand nicht stimmen sollte und wir klicken hier einmal zurück, dann wird der Loot nicht mehr spawnen und die Datei hat einen Fehler, was das Spiel nicht wirklich versteht. Und dann habt ihr nur noch Probleme im Spiel, dass ihr keinen Loot mehr findet. Das könnte auf jeden Fall passieren. Deswegen, diese Abstände müssen definitiv sehr gut eingehalten werden. Eine zweite Variante, wie man das Ganze bearbeiten kann, da gibt es eine Seite, wenn ihr direkt in Google geht, könnt ihr rein theoretisch, gebt ihr ein DayZ Types und dann kommt ihr auf diese Seite. Also auf https
/\dzsa.tools. Wenn ihr das eingegeben habt und ihr seid auf dieser Seite, dann könnt ihr die Types-Datei, die ihr schon runtergeladen habt, hier reinladen. Ich zeige euch das gerade mal anhand eines Beispiels. Ich habe hier einmal die Types vorbereitet und ziehe die mir jetzt hier einfach auf die Seite und drop die da rein. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch alle Werte und alle Gegenstände, die es gibt. Ihr habt hier jetzt natürlich noch Spielereien, ihr könnt nach Sachen suchen, ihr könnt natürlich auch filtern. Wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt eigentlich nur nach den Waffen gucken, dann klickt ihr einfach auf Weapons und dann habt ihr rein theoretisch alles, was mit Waffen zu tun hat. Um diese Werte zu verändern, müsst ihr hier, ist eigentlich schon selbsterklärend erklärt, hier steht natürlich Maximum, Minimum, welche Priorität dieser Gegenstand haben soll, den Restock-Timer und Life-Timer. Auf die zwei Sachen gehe ich später noch genauer ein und die sollten eigentlich selbsterklärend sein, Maximum und Minimum. Das bedeutet, die Winchester 70 wäre in dem Fall die Tundra. Die spawnt jetzt 60 Mal insgesamt auf dieser Map. Minimal spawnt sie 45. Das bedeutet, wenn die 60, sage ich mal, oder besser gesagt, wenn wir unter 45 kommen, das Spiel oder die Datei schaut natürlich immer danach, dass Minimum 45 Tundras auf dieser Map liegen. Diese Seite ist zwar für den Anfänger ganz gut, ich habe es am Anfang auch benutzt, musste aber schnell feststellen, dass dieses Programm, was da im Hintergrund läuft, um diese ganze Sachen einzustellen, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so war, dass ich Probleme damit hatte. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon damit Erfahrungen gemacht habt. Aber bei mir hat es dann irgendwann so gehangen, oder besser gesagt, gab es so Probleme, dass kein Loot mehr spawnen wollte. Und dann habe ich angefangen, mit Notepad++ zu arbeiten. Grüße gehen da auf jeden Fall an Camper raus von der Armada Crew, liebe Leute. Fühlt euch gedrückt. Die haben mir natürlich sehr, sehr geholfen, zu verstehen, wie das Ganze hier überhaupt funktioniert. Und ich sag mal, diese Variante ist einfach, aber vielleicht nicht die beste Variante. Deswegen schließen wir das Ganze hier jetzt einfach mal. Wenn ihr in Google seid, könnt ihr Notepad++ eingeben, einen Download noch mit dazu und könnt das Programm direkt downloaden. Warum dieses Programm so gut ist, zeige ich euch jetzt. Ich schließe das Ganze jetzt einmal und wir öffnen jetzt hier Notepad++. So, ich lösche das hier einmal ganz kurz raus. Hier in diesem Fall haben wir genau dieselben Voraussetzungen. Ihr habt die Types-Datei runtergeladen aus eurem DayZ-Ordner und ich schiebe die jetzt hier einfach in Notepad mit rein. Das Gute daran ist einfach, dass es mir farblich gekennzeichnet wird. Es ist deutlich angenehmer zum Betrachten und was natürlich sehr, sehr gut ist, man hat hier diese kleinen Punkte als Abstandsregelungen, dass man einfach sieht, dass man hier wirklich überall den perfekten Abstand hat. Und es erleichtert so vieles beim Modden. Wenn wir das Ganze jetzt einfach mal vergleichen, wie das aussieht von Notepad++ zu der Nitrado-Seite, dann seht ihr natürlich eindeutig, dass das hier natürlich deutlich schwerer zu erkennen ist, wenn jetzt hier vielleicht ein Leerzeichen zu wenig drin ist. Hier erkennst du es natürlich deutlich besser. Und eins sollte man natürlich nicht vergessen, wenn man jetzt den ganzen Tag am Modden ist, sieht man oder wenn dann ein Fehler passiert, kann es gut möglich sein, dass man einfach drüber schaut und den Fehler gar nicht sieht, wo man hier einfach deutlich besser und leichter sehen könnte. In dem Fall würde ich jetzt hier den Webbrowser einfach mal schließen und wir bleiben hier in dem Programm. Und zwar, um den Loot zu erhöhen, wir gehen jetzt hier mal auf die ganzen verschiedenen Einstellungen ein oder besser gesagt auf diese verschiedenen Werte. Ich sag mal, für einen Anfänger ist es jetzt ziemlich viel Input, deswegen pausiert es gerne, spult nochmal zurück, schaut es euch nochmal genauer an. Ich hoffe auch natürlich, dass ich euch das gut erkläre und wir gehen jetzt hier mal auf die einzelnen Werte drauf ein. Ich gehe jetzt auf die Werte drauf ein, die jetzt, sage ich mal, wichtig sind für ein schnelles Ergebnis, dass ihr das schnell auf eurem eigenen Server seht. Wir fangen jetzt einfach mal hier bei der AK-101 an. Ich denke mal, Waffen interessieren uns am meisten, deswegen fangen wir jetzt da einfach mal an. Ich gehe jetzt die einzelnen Sachen hier einfach mal durch. Und wie gesagt, ihr könnt gerne zurückspulen, ihr könnt pausieren, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr was überhaupt nicht verstanden habt. Ich versuche auf jeden Kommentar wirklich einzugehen, damit ihr das auch wirklich alle verstanden habt. Der nominale Wert beinhaltet oder zeigt uns, wie oft soll die AK-101 auf dieser Karte spawnen. Ich habe jetzt hier einen Wert von 30 drin stehen. Wichtig hierbei ist, ihr müsst definitiv zwischen diesen zwei Klammern bleiben oder zwischen diesen zwei Pfeilen. Sollte ein Pfeil mal fehlen, kann es sein, dass wirklich gar kein Loot mehr spawnt. Deswegen arbeitet langsam und arbeitet sauber.
ich habe jetzt hier einen Wert von 30 drin. Wir übertreiben jetzt einfach mal. 30 reicht voll und ganz, liebe Leute. Ihr findet überall bei mir auf Z1 eine AK. Ich gehe mal schwer davon aus. Wir übertreiben jetzt trotzdem mal und setzen da eine 50 rein. Jetzt habe ich so gesehen der Datei, oder besser gesagt dem Spiel gesagt, du pass auf, ich möchte, dass maximal 50 AKs auf der Map liegen. Ich denke, das sollte verständlich sein. Um diesen Wert jetzt nochmal besser zu erklären, gehen wir hier auf den minimalen Wert. Ich verstehe auch nicht, warum der minimale Wert nicht gleich unter dem Nominalwert ist, aber wir springen jetzt einfach mal kurz drei Zeilen runter und sind jetzt auf dem minimalen Wert. Und der minimale Wert zeigt uns an, wie gering oder wie wenige AKs sollen auf der Map sein. Es wird niemals weniger als 25 AKs auf dieser Map spawnen. Das bedeutet, maximaler Wert sind es 50, mehr als 50 werden nicht spawnen und es werden nie weniger als 25 spawnen. Diese zwei Werte, also der Nominalwert und der Minimalwert, hängt ganz stark von dem Restock-Timer noch ab. So habe ich es jetzt erfahren. Wenn ich jetzt natürlich hier eine 100 eintrage bei Nominal und bei Minimal 90, aber einen Restock von 5 Jahren drin habe, da kommen wir gleich noch drauf, dann wird trotzdem irgendwann keine M4 mehr spawnen oder keine AK mehr spawnen. Das bedeutet, wir haben jetzt einen maximalen Wert von 50, einen minimalen Wert von 25. Der Restock-Timer zeigt uns den Wert an, wie schnell soll die AK wieder spawnen, wenn ein Spieler sie gerade aufgehoben hat. Das bedeutet, ihr lauft jetzt in eine Baracke rein, ihr seht eine AK auf dem Boden, ihr hebt sie auf und nehmt sie so gesehen vom Grundboden, also vom Bodenloot weg. Der Restock, wenn der auf 0 gesetzt ist, spawnt die AK sofort wieder an einer anderen Military-Basis oder je nachdem, wo ihr das spawnen lassen möchtet, spawnt die Waffe sofort nach. Habt ihr da jetzt aber einen Wert drin, wie beispielsweise 2700 oder 7200 Sekunden, ganz wichtig, diese Werte werden immer in Sekunden angezeigt. Dann habt ihr das Problem, dass wenn ihr die AK aufhebt, braucht es 2700 Sekunden, bis die AK bei einer anderen Military-Basis spawnt. Der Restock-Timer regelt das Ganze, wie schnell soll eine Waffe wieder spawnen, wenn sie aufgehoben wird. Die Lifetime sollte eigentlich selbsterklärend sein. Die Lifetime beinhaltet, wie lange soll dieser Gegenstand am Leben bleiben, der noch nicht von Spieler irgendwie in Kontakt genommen wurde. Das heißt, wenn die AK jetzt irgendwo rumliegt und da war kein Spieler dran und ihr habt eine Lifetime von 10.800 Sekunden, dann bleibt die AK 10.800 Sekunden lang da liegen, bevor sie despawnt und dann an einer anderen Stelle wieder spawnt. Wichtig hierbei ist, auch die Waage zu behalten. Also ihr könnt jetzt hier nicht 1 Million Sekunden reinschreiben und denken, dass in 2-3 Wochen euer Server mit der Performance super toll läuft. Wichtig hierbei ist, die Gegenstände müssen despawnen und wieder spawnen, damit es wieder diesen Lootpool angeglichen wird, damit die Waage wieder gehalten wird. Deswegen versucht bei diesen Werten auf keinen Fall zu übertreiben. Bei Zelte, Fässer oder sonstiges, da könnt ihr gerne mit drum spielen. Da passiert gar nichts, weil die Gegenstände so oder so relativ lange auf dem Server sind, wenn sie geplaced wurden. Von daher ist es überhaupt gar kein Thema. Was wir jetzt gelernt haben ist, wenn wir die AK 101 spawnen lassen möchten, möchten wir einen Maximalwert von 50 Stück auf der Map haben. Die Lifetime haben wir auf 10.800, das heißt 10.800 Sekunden bleibt die AK auf jeden Fall liegen. Der Restock-Timer oder der Restock-Wert ist auf 0. Das bedeutet, einer hebt eine AK auf. In diesem Moment spawnt dann direkt eine andere AK woanders wieder. Und wir haben einmal den minimalen Wert, wie gering oder wie wenige AKs sollen auf jeden Fall auf der Map sein. Jetzt kommen wir zu den ganzen anderen Werten. Ich werde auf Quantin Min und Quantin Max, auf Cost und Flex oder besser gesagt hier diese ganze Zeile nicht eingehen, bis auf das ganz hinterste oder das ganz letzte. Deloot bedeutet, soll es in einem Helicrash spawnen oder nicht? Wenn ihr sagt, okay, die AK-101, ich will nicht, dass die auf dem Grund und Boden gefunden wird oder in irgendeiner Baracke, sondern ich möchte, dass die nur an einem Heli gefunden wird, müsst ihr diese 0 austauschen und setzt da einfach ganz entspannt eine 1 rein. Wenn da eine 1 drin steht, heißt es, okay, die AK wird nur noch an Heli-Crashes gefunden und nicht mehr in Baracken. Ich lasse es jetzt wieder auf 0. Ich finde es besser, also die AK ist ja jetzt nicht so ultra besonders, dass sie irgendwie
an Heli-Crashes spawnen müsste. Es sei denn, ihr macht natürlich einen Deathmatch-Server, dann könnt ihr damit natürlich richtig gut arbeiten. So, dann haben wir die Kategorie. Das ist nichts anderes, wie dass die Datei oder besser gesagt das Spiel weiß, hey, um welche Kategorie handelt es sich hier gerade. Hier steht natürlich Weapons drin, also für Waffen, und die AK-101 ist natürlich eine Waffe. Wie wir das Ganze hier verändern später mit Weapons oder neue Sachen hinzufügen, da kommen wir irgendwann mal später drauf. Für den Anfang passt das alles so. Das sollte auch bei euch so drin stehen. Usage und Value sind auch noch ganz wichtige Werte. Und zwar die AK-101 kann an Militärgebieten gefunden werden und kann natürlich in einer Tier 2, Tier 3 oder Tier 4 Zone gefunden werden. Wenn ihr das Ganze ändern möchtet, ist es überhaupt kein Problem. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten, dass die AK-101 jetzt noch in der Stadt spawnt. Dazu drücken wir jetzt einfach mal ganz hinten an dem Pfeil einmal die Enter-Taste und gehen einmal zurück. Kopieren uns einmal das hier ganz kurz raus. So, kopieren. Und setzen das Ganze jetzt hier einfach wieder ein. Einfügen. Wichtig hier ist natürlich, achtet auf jeden Fall wieder auf die Abstände, dass hier wirklich alles stimmt. Und achtet darauf, dass hinter eurem geschriebenen oder kopierten keine Leerzeichen drin sind. Weil sollte ein Leerzeichen drin sein, kann es sein, dass der Loot gar nicht mehr spawnt. Also versucht langsam zu arbeiten und sauber zu arbeiten. Ganz arg wichtig. So, jetzt haben wir hier zweimal Military drin stehen. Ich möchte das natürlich jetzt ändern und sagen, nee, das macht ja gar keinen Sinn. Ich möchte, dass das jetzt hier noch in der Stadt spawnt. Dann markiere ich das Ganze und trage mir jetzt einfach Town ein. Ihr seht dann hier in der Datei schon, okay, Town wird schon öfters benutzt. Da klickt ihr jetzt einfach mal doppelt drauf und jetzt habt ihr das geändert, dass die AK-101 einmal auf Military spawnt, einmal auf Town und dann Tier 2, 3 und 4. Jetzt habt ihr bestimmt festgestellt, okay, warum steht hier Usage Military, Usage Town und hier steht Value. Ganz einfach erklärt, diese Usage ist nichts anderes wie, da werden Orte bekannt oder benannt, besser gesagt. Also ich könnte jetzt zum Beispiel Usage Military, Usage Village, Usage Schlag mich tot. Ja, also die ganzen verschiedenen Orte werden damit kategoriert. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf aufpassen. Wenn hier Value drin stehen sollte und ihr benutzt Town, wird die AK nicht mehr spawnen. Weil dann wird die Datei sagen, hey, da stimmt irgendwas nicht, ich kann das nicht zuordnen. Wir lassen es einfach komplett raus und dann ist ein Fehler da. Value habt ihr drin, sobald ihr die Tierzonen betiteln wollt oder sagen wollt, okay, die AK soll jetzt Tier 2, 3 und 4 spawnen, habt ihr Value, also die Verfügbarkeit in diesen Zonen. Wenn ihr da natürlich jetzt sagen wollt, okay, Tier 2, 3 und 4 ist mir zu wenig, obwohl ich es schon sehr, sehr krass finde, weil Tier 2 ist schon Balota Airfield, liebe Leute. Und ihr sagt, nee, ich möchte das jetzt auch auf Tier 1 haben. Machen wir nichts anderes wieder, wie wir kopieren das hier raus, setzen hier nochmal einmal Enter, gehen einmal nach unten, löschen die letzten Zeilen raus und gehen auf Einfügen und ändern jetzt das Tier 2 in Tier 1. Somit haben wir jetzt der Datei oder dem Spiel gesagt, du pass auf, die AK soll spawnen, Military, Town, Tier 1, 2, 3 und 4. Auch hier natürlich wieder darauf achten, dass kein Leerzeichen dahinter ist. Tier 1 ist natürlich jetzt relativ hart, weil jeder, der DayZ jetzt schon länger spielt, weiß ja ganz genau, dass die Tierzonen, also Tier 1 ist ja Strand, Tier 2 schon Richtung Balota nach oben, Tier 3 ins Landesinnere und Tier 4 ganz oben. Oder besser gesagt ab NW Airfield. Da müsst ihr natürlich ein bisschen rumspielen, wie ihr das wirklich haben wollt. Da kann ich euch nicht reinreden. Ich sag nur, die AK-101 auf Tier 1 wäre vielleicht ein bisschen zu hardcore, aber das ist eure Entscheidung. Ich nehme es jetzt auf jeden Fall wieder raus. Das heißt auch, wenn ihr wieder was gar nicht haben wollt, ihr wollt es überhaupt nicht mehr so haben, ihr wollt nur noch Military 2, 3 und 4 haben, dann kopiert ihr einfach die beiden Sachen, die ihr gemoddet habt, löscht die raus und schließt hier das Ganze, guckt wieder auf die Abstände, dass da alles passt und fertig ist die Sache. Letztendlich, von den Einstellungen her, wird sich da jetzt rein gar nichts mehr ändern. Ob das jetzt die Waffen sind oder das Essen oder Klamotten, Schuhe, Rucksäcke, ist überall dieselbe Chose. Ihr habt überall die gleichen Einstellungen, das heißt, wenn ihr es jetzt einmal verstanden habt, könnt ihr rein theoretisch alles bearbeiten, wie ihr möchtet. Um das einfach jetzt mal zu zeigen, also wenn ihr bei Notepad++ seid, könnt ihr, das ist ein kleiner Trick, STRG F drücken, dann öffnet sich hier ein Fenster. Und in diesem Fenster könnt ihr rein theoretisch nach Gegenständen suchen. Jetzt sagen wir mal, wir suchen gebackene Bohnen, das wären Baked Beans. So, und drücken einmal Enter und jetzt springt rein theoretisch das Programm direkt auf die Baked Beans.
Und wir haben hier oben stehen Baked Beans Can. Das ist die Dose. Und ihr seht schon, die Einstellungen sind überall gleich. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass wir hier die Kategorie jetzt Food haben und nicht mehr Weapons, weil es natürlich keine Waffe ist, sondern Baked Beans gehört zu der Kategorie Essen. Und hier haben wir genau dasselbe wieder. Gut, die Baked Beans findet man jetzt in Town und in Village, aber von der Einstellung her ist alles komplett gleich. Ebenfalls natürlich auch der Helikopter-Loot. Man könnte jetzt sagen, okay, es sollen gebackene Bohnen im Helikopterabsturz spawnen. Finde ich, macht nicht wirklich Sinn, aber falls ihr das haben wollt, einfach wieder die 1 reinsetzen, speichern und fertig. So, um das Ganze jetzt natürlich zu speichern, was wir jetzt verändert haben oder gemoddet haben, gehen wir hier oben auf Datei, gehen auf Speichern unter und speichern das Ganze jetzt einfach mal. Ich habe hier jetzt zwar schon eine Types-Datei drin, aber letztendlich müsstet ihr jetzt nur auf Speichern drücken und dann habt ihr das genauso gespeichert. Wichtig hierbei ist natürlich, dass ihr den Namen auf Types lasst, damit natürlich Nitrado weiß, welche Datei da jetzt überhaupt gemeint wird. So, wenn ihr das Ganze natürlich speichern wollt, drückt ihr jetzt einfach auf Speichern. Ich habe es ja schon gespeichert, jetzt schließe ich mal das Ganze hier wieder. Und hier ist natürlich die Types-Datei. Und gehen jetzt wieder zurück auf unsere Nitrado-Seite. Um hier jetzt weiterzumachen, ist relativ simpel. Ihr geht einfach einen Ordner zurück, geht wieder in den DB-Ordner rein. Und hier habt ihr ja wieder die Types-Datei. Und die löscht ihr jetzt einfach mal raus. Die kicken wir jetzt raus, weil das ist ja die alte Datei, die noch nicht umgeschrieben wurde. Um natürlich jetzt die neue Datei reinzuladen, ist relativ simpel. Ihr klickt einfach auf Datei hochladen, springt dann auf euren Desktop, also da, wo ihr so gesehen die Datei abgespeichert habt, klickt auf die drauf und geht auf Öffnen. Jetzt dauert es kurz einen Moment und dann kommt die Types-Datei wieder hier rein. Wichtig dabei ist natürlich, einen Server-Restart zu machen, damit hier nichts passiert. Klicken wir jetzt einmal drauf und schon haben wir alles geändert. Liebe Leute, wir wären dann eigentlich schon am Ende von diesem Video. Lasst mir auf jeden Fall Feedback da. Das würde mich mega interessieren, ob es euch weitergeholfen hat. Natürlich auch an die ganzen Modderhasen. Ich weiß, ihr seid natürlich deutlich weiter, aber das sollte ja ein Beginner-Guide sein. Sagt mir auf jeden Fall oder gebt mir auf jeden Fall Feedback, ob es wirklich geholfen hat, ob man es wirklich verstanden hat. Würde mir auf jeden Fall sehr, sehr helfen. Liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat oder wenn es dir geholfen hat, dann zeig es mir doch mit dem Daumen nach oben. Schreib in die Kommentare rein, ob es dir geholfen hat oder auch nicht. Und ich würde jetzt einfach an dieser Stelle sagen, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.